Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit Werder Bremen. Ja, ihr seht richtig, wir sind hier im Startbildschirm, weil ich wollte euch zeigen, dass wir heute Weltklasse 5 Minuten spielen. Weil ich wollte euch einfach mal zeigen, wie krass Weltklasse ist, weil wir sind ja jetzt mittlerweile Tabellenführer mit Borussia Dortmund. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie krank Weltklasse ist. Also das ist echt relativ krass, was hier abgeht. Also das werdet ihr wahrscheinlich sehen in dem Spiel. Damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Spiel Darmstadt 98 gegen den SV Werder Bremen. Willkommen! Ja, im Real Life gewann Darmstadt 98 mit 2:1 durch die Treffer zum 1:0 für die Bremer in der 19. Minute durch Aaron Johansson. Dann ein Doppelpack des ehemaligen Bremers Sandro Wagner, der auch heute in der Startformation spielt. Also Real Life Sandro Wagner von Beginn an gegen seine ehemalige Mannschaft. Werder Bremen mit einigen Änderungen, einige der Spieler sind K.O., deswegen spielt Lorenzen heute in der Sturmspitze und dafür links außen Levin Öztunali. Aber ansonsten sind es genau die Bremer, die hier einen super Saisonstart hingelegt haben. Werder mit der besten Abwehr der Liga, mit bisher nur 2 Gegentreffer, Tabellenführer in dieser Fußball-Bundesliga mit 11 Punkten zusammen mit Borussia Dortmund. Also, let's go. Werder in grün-weiß in der ersten Halbzeit von links nach rechts, von rechts nach links in den grün-weißen Trikots, Darmstadt in blau und weiß. Werder natürlich motiviert. Motivation ist groß. 3 Siege, 2 Unentschieden. Starke Saisonstart und da ist gleich mal Levin Öztunali und der bringt den Ball zu Melvin Lorenzen. Levin Öztunali im Real Life wartet man in Bremen sehnsüchtig nach der Explosion von Levin Öztunali, die bisher ja immer noch nicht gekommen ist. Ist ja insgesamt 2 Jahre an Werder Bremen ausgeliehen von Bayer Leverkusen. Eigentlich hat man gehofft, dass er in Bremen seine Form-Explosion bekommt, dass er endlich zu einem starken Spieler werden würde. Aber in Bremen hofft man vergeblich auf diese überragende Form von Levin Öztunali. Vielleicht ist er dann doch nur ein Durchschnittsspieler, der vielleicht höchstens für die zweite Fußball-Bundesliga reichen würde. Also bräuchte ihn natürlich Bayer Leverkusen auch nicht und auch die Grün-Weißen brauchen ihn so natürlich nicht in ihrem Kader. Und super gemacht von Alejandro Galvez. Felix Südwald ist dazwischen. Heute auf Weltklasse. Um das Spiel noch etwas interessanter zu machen. Aber Weltklasse ist krank. Und das ist ein klasse Pass zu Levin Öztunali. Öztunali versucht es mit dem Abschluss. Aber da kommt nochmal Lorenzen. Stark pariert von Matenia, den Darmstädter Keeper. Hier mit dem Kopf schön auf Anthony Udja. Anthony Udja! In den Testspielen hat Öztunali doch überzeugen können. Beim 2:2 Unentschieden im Pokal hat er einen Doppelpack geschossen. Das war auch so eine einzige nennenswerte Aktion. Und da ist Anthony Udja! Noch nicht gut angekommen hier in Bremen. Hier zumindest mal mit seiner ersten Chance. Warte, glaube ich, auf seinen ersten Saisontreffer für die Grün-Weißen. Im Real Life hatte er zu diesem Zeitpunkt schon einen Treffer markiert. Garcia versucht es dann mit dem Kopfball. Finn Bartels, der hatte im Real Life gelb-rot gesehen. In der 88. Spielminute. Ab da begann ja die Bremer Niederlagenserie. Stand nach der Europameisterschaftsqualifikation Werder mit 4 Pflichtspielniederlagen in Folge gegen Ingolstadt, Darmstadt, Leverkusen und Hannover 96. Nächster Gegner Real Life für die Bremer sind dann die Münchner. Nicht gerade unmotiviert
ins Bremer Weserstadion fahren, aber da kommen wir zu diesem Spiel natürlich später. Das ist Santiago Garcia, der Argentinier. Setzt sich da gut durch und bringt die Flanke rein zu Melvin Lorenzen. Ist kein kopfballstarker Spieler, aber zumindest versucht er es hier mal. Die Ecke von Junuzovic hereingetreten in den Strafraum. Westergaard verpasst. Und sein 1,96 erinnert er ein bisschen an Per Mertesacker. Aber nur in Ansätzen. Hat aber natürlich noch nicht diese Qualität wie Per Mertesacker damals. Da vorne wartet Öztunali, bekommt auch das Zuspiel von Philipp Bargfrede. Öztunali setzt sich da super durch. Aber nur zum Abschluss kommen die Bremer hier nicht. Trotzdem bisher ordentliches Saisondebüt, Startelfdebüt von Levin Öztunali. Musovic, bester Torschütze bei den Grün-Weißen mit 3 Treffern, zusammen mit Claudio Pizarro. Der, wie gesagt, heute durch Fitness nicht dabei sein kann. Er kann halt durch sein Alter nicht eine englische Woche richtig durchstehen. Das ist halt sein Nachteil, aber das wussten die Bremer, als sie ihn verpflichtet hatten. Zumindest ins Ablösefrei. Kommt natürlich ziemlich viel Gehalt, das ist klar. Aber trotzdem erhoffen sich die Bremer eine gute Saison von Claudio Pizarro in seiner letzten Bundesliga-Saison seiner Karriere. Zumindest hier im Spiel. Das ist Anthony Udia. Wird dann bedrängt. Und somit Darmstadt wieder Ballbesitz. Ja, man sieht, so viele Großchancen kann ich mich nicht erarbeiten, weil halt die Weltklasse-Gegner relativ gut und konstant in der Defensive stehen. Und so sich wenig Lücken schließen. Das ist alles ein Abtasten, Belauern. Und hoffen, dass der Gegner keinen Angriff startet. Ah, schlechtes Zuspiel von Santiago Garcia. Somit die Chance von Seiler. Bringt den Ball auch hinein in den Strafraum, bringt aber nichts. Die Bremer Defensive nicht umsonst in dieser Saison sehr stark. Udja bedient Lorenzen. Finn Bartlitz versucht da erneut Lorenzen zu schicken. Doch Martinia ist da. Und damit steht es nach 45 Minuten 0:0 hier in Darmstadt. Wir hoffen auf die zweiten 45 Minuten, dass vielleicht da Tore fallen. Wolfsburg führt gegen den FC Bayern München. Ingolstadt, der HSV unentschieden und Köln liegt im Rückstand, führt gegen Hertha BSC Berlin. War ja im Real Life auch so, dass Wolfsburg souverän mit 1:0 führte und dann kam die 9-Minuten-Show von Roberto Lewandowski. Absichtlich von Roberto Lewandowski. Dem man sagt, der heißt doch Robert, der heißt für mich, der heißt Roberto. Nein, Roberto Blanco. Nein, Spaß. Alles nur Spaß, aber ja. Dieser Pole, der spielt einfach nur krank. Zurzeit. Stand, wo ich das jetzt aufnehme. Ja. Und da ist die Chance für Sandro Wagner. Latte. Erste große Chance für Darmstadt 98. Scheitert am Bremer Latte. An der Bremer Latte. Das ist Junuzovic, Bargfrede, da unten wartet und steht Finn Bartels, der wird jetzt auch angespielt, kommt aber nicht dahin. Nicht der schnellste Spieler in Ultimate Team, nur mit einer 75 Gesamtschnelligkeit. Das ist natürlich nicht unbedingt der überragendste Wert. In einem FIFA Ultimate Team Modus dazu noch ein wenig Schuss. Nächstes Spiel für die Darmstädter dann gegen den BVB. Da hatten sie im Real Life 1:1 geschafft. Achtung, jetzt ist die Chance da für Marco Seiler. Marco Seiler zieht in die Mitte, zieht ab und trifft. Wie gesagt, Weltklasse ist einfach gestört. Da kommen die einmal vor den Kasten und dann ist es hinten geschehen und du kannst im Grunde nichts, aber auch gar nichts gegen deinen Gegner machen. Weil er einfach zu kompakt steht und du findest einfach keine Lücken.
Und wenn du mal Lücken findest, dann hast du einfach die Spieler mit Qualität nicht in deinem Kader. Deswegen wird das auch das einzige Spiel sein, was ich auf Weltklasse spiele. Sonst nur auf Profi. Das ist mir einfach zu krank. Die Unterschiede zu Profi sind zwar jetzt hier nicht so deutlich zu sehen, aber glaub mir, der Unterschied ist schon wirklich enorm. Und so auf dem Stand bin ich jetzt noch nicht, dass ich sagen kann, okay, Weltklasse-Gegner kann ich jetzt hier abschießen. Man sieht ja, wie die mich hier hin und her schieben und ich einfach keine Lücken im System finde. Wollte ich euch einfach hier und heute einfach mal demonstrieren. Und dazu befindet sich der Bremer Kader auch nicht im besten Zustand. Also so viele Spieler zur Alternative hast du jetzt auch nicht im Kader. Die potenzielle gute Spieler ersetzen könnten. Dafür ist der Bremer einfach zu klein, der Bremer Kader einfach zu klein. Da hast du vielleicht 13, 14 gute Spieler im Kader, wenn es hochkommt. Aber der Rest, der ist dann schon nicht mehr namenswert. Da fehlt einfach Qualität in diesem Kader. Vielleicht auch deswegen zurzeit der Absturz von Werder. Qualität fehlt. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die haben halt gute Spieler, die sie auch mal von der Bank bringen können. Das ist Martin Kobylanski. Und der kommt natürlich nicht zum Abschluss. In der virtuellen Bundesliga krank wie sonst irgendwas. Da schießt der Tore en masse. Haben wir hier. In Karrieremodus ist er halt noch nicht mit auf 85. Da ist er halt auch noch nicht zu gebrauchen. Gleich gilt übrigens für Florian Grillitsch. Ja, es bringt auch nicht groß viel, dass man auf Offensive schaltet. Man findet halt einfach keine Lücken. Das ist einfach zu, da findest du nichts. Dadurch, dass du halt auch keine Qualität in deinem Kader hast, suchst du vergeblich nach irgendwelchen Lücken, wo du mit die Abwehr knacken kannst. Aber es ist halt kein Durchkommen gegen diese Weltklasse-KI. Du findest nicht eine einzige doofe Lücke. Und dann auch noch die Ballannahmen, die sowieso in diesem FIFA, ich sag's mal freundlich, nicht gut sind. All das macht das FIFA-Spielen relativ schwer. Und dann muss ich auch noch auf 5 Minuten Halbzeit spielen, damit die Parts auch eine ordentliche Länge haben. Musovic wird da abgeblockt. Wie gesagt, man findet einfach gegen diese Weltklasse-KI einfach nicht eine einzige Lücke. Und wenn du mal eine Lücke findest, dann wird der Ball nicht ordentlich aufs Tor gebracht. Wie zum Beispiel hier. Eigentlich gut kombiniert, aber dadurch, dass die Spielerqualität fehlt. Das könntest du vielleicht mit einer Mannschaft machen, die mehr Qualität hat. Mit Chelsea, Paris oder sowas. Könntest du auf Weltklasse spielen und könntest die Gegner dann vielleicht zugrunde spielen. Du könntest dich ein bisschen auf Weltklasse-KI einüben, aber so mit einer Mannschaft mit Werder Bremen, wo du keine Spieler hast, wirklich, die auch wirklich mal eine entscheidende Situation lösen könnten, ist das halt so gut wie unmöglich. Du kannst dir den Ball die ganze Zeit hin und her schieben, aber Lücken findest du nicht, dann kommt die gegnerische KI einmal vor das Tor und haut den Ball einfach direkt in die Knie. Grund ist eigentlich auch, dass die Verschiebung im FIFA einfach relativ langsam dauert. Dann wirst du hier gefault und kriegst einfach einen dämlichen Freistoß. Ich meine, seht euch jetzt gleich mal an, das sind mindestens 40, 50 Meter, Alter. Dann kommt die Mauer auch noch ständig nach vorne, kannst du diesen Freistoß nicht perfekt treten. Der Schiedsrichter, den juckt das eigentlich auch nicht, dass die Mauer sich nach vorne bewegt und sagt, okay, komm, lass dich durchlaufen. Na, so verlieren wir halt mit 1-0. Wie gesagt, es ist jetzt einfach nur einmal gewesen, dass ich euch Weltklasse gezeigt habe. Aber ganz ehrlich, auf Weltklasse habe ich einfach auch keine Lust dazu. Also, ihr könnt da rumheulen, was ihr wollt. Ich spiele auf Weltklasse, sonst ist das jetzt voll scheiße. Es ist mir eigentlich relativ so wurscht. Das könnt ihr euch ja nicht glauben. Das ist mir so wurscht, ob ihr jetzt in den Kommentaren rumholt. Mach jetzt Weltklasse, sonst deabonniere ich dich. Das ist mir so wurscht. Ich will einfach, dass das Spiel mir Spaß macht. Und ganz ehrlich, wenn ich hier ständig auf Weltklasse spiele, wo ich sowieso nicht eine einzige Torchance richtig geschissen kriege,
Weil diese Weltklasse kann die sich einfach nur hinten einigeln und dann mit einem 30 Meter Distanzschuss einfach nur direkt in den Winkel kloppt. Ganz ehrlich, da habe ich auch keine Lust. So macht mir FIFA echt keinen Spaß. Gucken jetzt mal kurz auf die Tabelle. Ja, sind wir jetzt Platz 4, ist mir wurscht. Ganz ehrlich, wenn ich einfach 90 Minuten gar keine wirkliche Großchance kriege, weil mir einfach A, die Qualität fehlt und B, einfach die Weltklasse-KI einfach zu asozial ist. Ganz ehrlich, dann könnt ihr mich auch gerne deabonnieren, weil so habe ich einfach nur gar keinen Bock, FIFA zu spielen. So habe ich einfach auf das Let's Play keine Lust. Und ganz ehrlich, mir muss das Let's Play einen Spaß machen, damit ich auch Parts hochladen kann. Aber so habe ich ganz ehrlich keine Lust. Also ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten bei diesem Let's Play. Entweder ihr schaut jetzt weiter zu, wie ich auf Profi spiele. Und wir werden wahrscheinlich trotzdem ein bisschen in die Bredouille kommen, weil gegen starke Gegner ist es halt schwer, wie jetzt zum Beispiel gleich gegen Leverkusen im nächsten Part. Es ist halt schwer, gute Aktionen zu kriegen. Dann könnt ihr gerne dabei bleiben, aber wenn ihr meint, das ist total lame, was ich hier spiele und das ist einfach total witzlos, was ich hier spiele, das ist einfach bei euch einfach keinen Spaß macht, dann könnt ihr mich, dann braucht ihr auch die Parts nicht zu gucken. Ja. Ich zwinge euch irgendwo auch nicht, dieses Let's Play zu gucken, ihr habt ja eure freie Entscheidung. Wenn ich später merke, okay, ich habe mich eingespielt in Profi, dann können wir nochmal quatschen. Wenn ich mich auch ein bisschen eingespielt habe in Weltklasse, aber das kann ich euch sagen, das wird erst im Winter vielleicht passieren, weil ich bin halt nicht der große FIFA-Suchtling mehr. Das war ich mal früher, dass ich FIFA gesuchtet habe, aber ganz ehrlich, darauf habe ich einfach keinen Lust, weil ich habe genug andere gute Spiele, die ich nebenher zocken muss und ich muss halt nicht die ganze Zeit, wie ich einige Leute kenne, 24 Stunden einfach nur FIFA suchten. Das macht mir einfach keinen Spaß. Spiele müssen Spaß machen und wenn ich die ganze Zeit nur Weltklasse spiele, dann macht's mir nicht Spaß. Und genau, ja, entscheidet euch selber, ob ihr das Let's Play weiter gucken wollt oder nicht. Wie gesagt, ich zwinge euch nicht dazu, könnt mich auch da deswegen gerne deabonnieren, weil ich nicht auf Weltklasse spiele. Entscheidet einfach selber.